Kein Zuckerschlecken bei der Hitze hier Holz zu hacken. Aber egal, es muss ja heute fertig werden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir müssen dir danken. Sicher, ganz einfach war die Sache nicht, aber ich hatte sie im Griff. Ich weiß, wie gefährlich die Situation war. Und westlich von hier gibt es übrigens einen Händler, bei dem du sicher einiges an Waffen und Ausrüstung bekommst. Wer weiß, wann du das nächste Mal auf die Red Skulls triffst. Sicherlich bald. Vielleicht schaue ich mal bei dem Händler vorbei. Für mich ist im Augenblick aber eine andere Sache wichtiger. Du musst wissen, dass ich meine eigenen Gründe habe, mit den Red Skulls abzurechnen. Als Anführer des Dorfes wirst du ja wohl schon eine Weile in dieser Gegend leben und den Aufmarsch der Gang mitbekommen haben. Ich wäre dir dankbar für jede Information, die du für wichtig hältst. Viel weiß ich nicht. Ich habe ein paar Dinge über ihren Anführer, diesen Phoenix, gehört. Was davon wahr ist, weiß ich nicht. Aber wenn man den Leuten glauben will, ist er vollkommen verrückt. Ich habe gehört, dass er nach Kämpfen mit anderen Gangs die Köpfe der Toten auf Pfähle spießt. Und zwar nicht nur die seiner Feinde, sondern auch die seiner eigenen Männer. Und ein Bote aus dem Westen hat angeblich gesehen, wie er sich selbst zentimetertiefe Wunden in sein Gesicht und seinen Hals geschnitten hat. Anschließend sollen seine engsten Vertrauten das Blut getrunken haben. Scheint mir ein richtig sympathisches Kerlchen zu sein. Ich werde wohl bald wissen, was an diesen Stories dran ist. Okay, ich danke dir für deine Hilfe, Ben. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir und muss jetzt los. Pass auf dich auf. Bye! Köpfe auf Pfählen und Blut trinken? Armer Irrer. Danke, dass ihr Sarah befreit habt. Ich möchte gar nicht daran denken, was diese Mistkerle sonst mit dir angestellt hätten. Tut mir leid, ich hab zu tun. Tut mir leid, ich hab zu tun. Verdammte Schinderei. Ich hasse Holzhacken. Nichts Neues. Ich mach mal weiter. Na, Süßer, komm doch mal näher. Zeig mal, was du zu bieten hast. Für Wasser gibt's Französisch. Pack noch etwas Fleisch drauf und du darfst richtig ran. Nein? Selber schuld.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir müssen dir danken. Danken? Das dürfte wohl nicht reichen. Ich glaube, es war ein Fehler, euch zu helfen. Was? Ich verstehe ja nicht. Du verstehst schon. Hätte ich gewusst, auf was ich mich hier einlasse, hätte ich euch allesamt verrecken lassen. Dann wird es wohl das Beste sein, wenn wir uns jetzt verabschieden. Vielleicht treffen wir uns ja noch einmal in ruhigeren Zeiten. Leb wohl. Danke, dass ihr Sarah befreit habt. Ich möchte gar nicht daran denken, was diese Mistkerle sonst mit dir angestellt hätten. Tut mir leid, ich hab zu tun. Ich weiß nicht, was... Ach, nichts, vergiss es. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß, wie gefährlich die Situation war. Und westlich von hier gibt... Schaut mir... Köpfe auf Pfählen und Blut trinken? Armer Irrer. Danke, dass ihr Sarah... Ich weiß nicht, was ich... Ein einfaches Danke finde ich ein bisschen wenig. Eine Belohnung hätte ich schon verdient, oder? Tut mir leid, aber ich habe nichts von Wert für dich. Es wird wohl das Beste sein, wenn wir uns jetzt verabschieden. Vielleicht treffen wir uns ja noch einmal in ruhigeren Zeiten. Leb wohl. Hey, danke nochmal, dass du unser Dorf vor den Red Skulls gerettet hast. Hast du keine Lust, mit uns eine Footballmannschaft zu gründen? Du siehst fit genug aus. Kindersärge sind ein gutes Geschäft. Halb so viel Arbeit und halb so viel Material. Aber man kann den vollen Preis nehmen. Ich frage mich, wie konnte es nur so weit kommen mit der Menschheit? Und haben wir die Talsohle schon erreicht? Ich lasse die jungen Leute gerne an meiner Erfahrung teilhaben. Setz dich. Dann kannst du vielleicht noch was lernen. Junge, du redest zu viel. Da bist du ja wieder. Barry geht es gut. Freut mich, freut mich. Da bist du ja wieder. Barry geht es gut. Freut mich, freut mich.